Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Die letzte Mikes Meinung ist ja schon ehrlich gesagt ein paar Tage her, aber ich dachte mir, es wird unbedingt mal Zeit. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mal meine Meinung raushaue zu den Sprintrennen 2021 und deshalb auch dieses Video. Ich bitte euch wirklich in dem Kommentarbereich, den angepinnten Kommentar, ja, er ist ziemlich lang, ich weiß, aber lest ihn euch bitte für 1 bis 2 Minuten komplett von vorne bis hinten durch, dann wisst ihr auch, was die Sache ist. Ich weiß, einige von euch sind wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, aber tut mir bitte den Gefallen, lest euch das Ganze durch, dann wisst ihr auch, was bei mir hier los ist. Wo wir gerade bei Kommentaren sind, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was für Themen ich als nächstes bei Mikes Meinung behandeln soll. Ich habe zwar noch ein Thema in Reserve, aber dann ehrlich gesagt wird es ein bisschen kritisch. Von daher Community Power, liebe Leute. Also lasst was in den Kommentaren da und dann bin ich mal echt gespannt, über was ich die nächste Folge machen kann. Ja, und zwar habe ich es heute wie folgt gemacht. Ich habe mir selber ein paar Fragen gestellt und die habe ich dann auch, so gut es geht, auch beantwortet. Also legen wir los. Waren die Sprintrennen 2021 deiner Meinung nach spannend? Ja, das könnte es am besten zusammenfassen. Also erst einmal für alle, die es nicht wissen. Die Sprintrennen fanden statt in Silverstone, in Monza und in Sao Paulo. Ich sag mal so, sie waren okay, aber sie waren jetzt nicht überragend. Ein paar Highlights habe ich mir auch noch rausgesucht, wie zum Beispiel Alonsos Start in Silverstone, der wirklich super war. Der hat sich von Platz 11 auf Platz 5 verbessert. Sehr, sehr schön. Hamiltons Aufholjagd in Sao Paulo, wo er trotz Strafe und neuen Motor 75% des gesamten Starterfeldes überholt hat. Und das eine oder andere Überholmanöver war auch noch mit dabei. Das war es aber im Großen und Ganzen. Also da habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Das war ehrlich gesagt so ein bisschen mehr Schein als Sein. Aber gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wo finden 2022 Sprintrennen statt? Und was würdest du machen, um sie spannender zu gestalten? 6 oder 7 Sprintrennen sollen insgesamt stattfinden. Es ist bisher noch nichts offiziell, aber ich vermute mal folgende Strecken. Melbourne, Baku, Silverstone, Spa, Monza, Sao Paulo und Jeddah. Warum, werde ich euch jetzt sagen. Melbourne haben sie die Strecke ja überarbeitet und der Promoter hat, was ich mitbekommen habe, sich im November mit der Formel 1 zusammengesetzt und da soll es wohl die Sprintrennen als Thema gegeben haben. Es ist nur ein Gerücht, kann sein, dass es da was war. Baku, ich meine Hochgeschwindigkeitsstartkurs, wieso nicht, da könnte man das Ganze ja auch machen. Silverstone ist klar, Spa ist auch klar, Monza, warum nicht, Sao Paulo, ja, und Jeddah. Auf der Strecke, wo ja heute das Rennen stattfindet, ich meine, klar, warum sollte man das Ganze nicht machen? Man kann es ja auch mal testen. Okay, was würde ich ändern, um sie spannender zu gestalten? Da sind mir insgesamt 3 Sachen eingefallen, die mich so ein bisschen stören. Und ich würde mal sagen, let's go. Also erst einmal, kein zweites freies Training nach der Qualifikation zum Sprintrennen. Ich sehe da einfach den Sinn nicht dahinter. Also aktuell sieht es ja so aus. Freitag Training 1 und Qualifikation zum Sprintrennen. Dann am Samstag 2. freies Training, Sprintrennen und am Sonntag dann das Hauptrennen. Ja, wie wäre es denn wie folgt? Freitag 1. freies Training und 2. freies Training, dann am Samstagmittag Qualifikation zum Sprintrennen und abends dann das Sprintrennen und am Sonntag, wie gehabt, das Hauptrennen. Das wäre doch viel geiler. Also das 2. freie Training nach der Qualifikation zum Sprintrennen kommt mir so ein bisschen wie so ein Warm-up vor. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ja, was dann auch noch ein Dorn im Auge sind, sind die Punkte. Ich meine, der Sieger bekommt 3 Punkte, der Zweitplatzierte bekommt 2 Punkte und der Drittplatzierte bekommt 1 Punkt. Ja, sorry, aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Gehen wir mal von folgender Situation aus, liebe Leute. Ihr habt in der Qualifikation zum Sprintrennen richtig verkackt. So, und ihr wisst, okay, ich habe eine Strecke vor mir, auf der ich super überholen kann. Und ihr startet, sagen wir mal, als 16. Und ihr habt ein gutes Auto und ihr überholt und überholt und überholt und seid am Ende, sagen wir mal, 4. Das ist natürlich super, ihr habt 12 Plätze gut gemacht, keine Frage. Auf der Habenseite ist, hey, du hast auf jeden Fall einen super Startplatz für das morgige Rennen. Auf der Nicht-Haben-Seite sind keine Punkte. Und bei der WM geht es nochmal um was? Richtig, Geld. Und um was geht es noch? Richtig, das Geld bekommt man durch die Anzahl der Punkte anhand der Platzierungen. Also ich würde das Ganze so machen, dass bis einschließlich Platz 8 die Fahrer mit Punkten belohnt werden. Das heißt 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie in der Formel 2. Und ehrlich gesagt finde ich das auch fair, weil dieses 3, 2, 1, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu mau. Der dritte Punkt auf meiner Kritikliste ist,
die Renndistanz. 100 Kilometer, beziehungsweise 17 Runden in Silverstone, 18 Runden in Monza und 24 Runden in Sao Paulo. Ja, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Nach 20 bis 30 Minuten ist das vorbei. Gut, ja, es ist ein Sprintrennen, wie der Name schon sagt. Das geht halt schnell vorbei. Aber liebe Vier, kann man es nicht so machen, dass wir 50 Kilometer oben drauf legen? Ich meine, dann haben wir zumindest die Hälfte eines richtigen Grand Prix, der ja 306 Kilometer im Schnitt lang ist. Wie wäre es, wenn wir 150 Kilometer machen? Ich meine, dann haben wir ein bisschen mehr Spaß. Was haltet ihr davon? 150 Kilometer, geht das klar? Also meiner Meinung nach ja, dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spannung. Und die dritte Frage, wenn du sie 2021 nicht so spannend fandest, warum willst du sie dann auch 2022 gucken? Ich als Formel 1 suche die durch und durch, gucke mir quasi alles an, außer das erste freie Training an einem Freitag. Warum? Weil ich arbeiten muss. Es sei denn, ich habe meinen Tag frei oder sowas ähnliches. Aber es gibt eigentlich nur einen einzigen bestimmten Grund, warum ich das Ganze gucke. Und zwar wegen der neuen Bolidengeneration, die ja nächstes Jahr debütiert. Und sie produzieren nämlich deutlich weniger Abtriebsverlust und ich habe sogar einen Vergleich, liebe Leute. Passt auf! Aktuell ist es so, dass der Hinterherfahrende bei 3 Autolängen Abstand zum Vordermann einen Abtriebsverlust von 35% hat. Okay. Wenn der aber 2 Autolängen näher rankommt und nur noch eine Autolänge Abstand hat, vergrößert sich das Ganze auf 47% Abtriebsverlust. Also das wird natürlich schon mal ein bisschen härter. Aber jetzt kommt's. 2022 wird das Ganze deutlich besser aussehen, denn wenn der Hinterherfahrende 3 Autolängen hinter dem Vordermann ist, hat der einen Abtriebsverlust von, Achtung, 4%. 4, das ist ja nichts! Und wenn er 2 Autolängen zum Vordermann aufschließt und nur noch eine Autolänge Abstand hat, dann hat man einen Abtriebsverlust von 18%. Also fassen wir das nochmal zusammen. Wenn man die 3 Autolängen 2021 und 2022 und dadurch den prozentualen Wert des Abtriebsverlustes mal vergleicht, hat man nur noch ein Neuntel. Ja, das ist Wahnsinn. Und was 2021 und 2022 angeht bezüglich einer Autolänge, haben wir den Abtriebsverlust auch gedrittelt. Was will ich damit sagen? Also im Prinzip haben wir, was die nächste Bolidengeneration angeht, auf dem Papier ziemlich gutes Racing. Denn der Hinterherfahrende klebt dem Vordermann so dermaßen am Arsch und der kann ihn nicht loswerden, weil der Abtriebsverlust nicht mehr vorhanden ist oder nur noch ganz wenig vorhanden ist. Deshalb gebe ich dem Sprintrennen 2022 nochmal eine Chance, sich zu beweisen. Sie werden mehr und ich glaube, wir werden dadurch ein besseres Racing sehen. Ich freue mich auf die neuen Boliden und ich freue mich auch auf die Sprintrennen mit den neuen Boliden. Also ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von der neuen Bolidengeneration? Was haltet ihr von den Sprintrennen? Sollte man sie behalten? Sollte man Änderungen vornehmen? Aber nicht sowas hinschreiben wie, ja man sollte sie einfach abschaffen. Also wenn schon konstruktiv begründen, das wäre super, dankeschön. Und ja, liebe Leute, das soll es erstmal von dem Mikes Meinungsvideo gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, tschüss und ciao.